Eine der regelmäßigsten Fragen ist: Maxim, welche Foundation kannst du mir empfehlen? Und ich dachte mir, ich gehe heute einmal durch meine recht große Erfahrungskiste und Make-up-Kiste mit Foundations aus der Drogerie durch und habe mir, ich glaube, es sind fast 10 Foundations rausgesucht für jeden und jede von euch, für reifere Haut, für jüngere Haut, für trockene Haut, für fettende Haut. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen unterstützen kann, die richtige Grundlage für euer Make-up zu finden. Ich habe in den letzten 4 Jahren viele, viele Foundations getestet. Alle, die ich hier heute zeige, kann ich auch für meine Haut gut nutzen. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ich teste, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich für euch funktionieren. Und heute wollte ich über, ja, ich würde schon fast sagen, den wichtigsten Teil des Make-ups reden, und zwar Foundation. Denn wenn wir über Full-Coverage-Make-up oder generell über Make-up reden, was den ganzen Tag halten soll, dann tragen wir meistens eine Foundation. Nicht immer, aber oft. Und ich habe hier wirklich die besten rausgesucht, die es aktuell auch in der Drogerie gibt. Also nichts, was mal war, nichts, was irgendwie komisch war. Und ich habe auch darauf geachtet, dass die meisten zumindest, ich glaube, bis auf eine, da ist die Shade Range für die Drogerieverhältnisse, ne? Wir reden über Drogerieverhältnisse, ist alles mit dabei, sind viele mit dabei und deswegen würde ich vorschlagen, hüpfen wir auch direkt ins Video. Ganz kurz, meine Haut ist so ein bisschen, ich finde normal ist immer ein bisschen doof. Ich habe eine gerötete Haut teilweise, ich werde sehr schnell rot, sobald ich meine Haut berühre. An einigen Stellen ist sie trocken, ansonsten habe ich nicht die größten Probleme mit meiner Haut. Ich kann je nach Grundlage eigentlich jede Foundation tragen. Wenn ich eine sehr trockene Foundation benutzen möchte, weil sie meistens sehr, sehr lange halten, nehme ich eher einen Primer oder eine Pflege, die sehr, sehr reichhaltig ist, die so ein bisschen Glow mit drin hat. Wenn es sehr, sehr warm ist, ich aber trotzdem glowy Make-up haben möchte, nehme ich eine Grundlage, die vielleicht nicht so reichhaltig ist. Ich nehme trotzdem immer Lichtschutzfaktor und eine Creme. Aber ihr könnt natürlich auch so mit Pore Blurring Primern oder mit verschiedenen Pudern die Foundation so ein bisschen anpassen. Ich kriege auch immer die Frage, wie finde ich die richtige Foundation-Farbe? Guess what? Da bin ich nicht der größte Meister drin. Ich arbeite gerade aber an einem Konzept, wie man die beste Foundation finden kann. Und ich habe da ja auch schon mal was drüber gemacht. Es ist aber sehr, 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 sehr aufwendig, das Ganze so kompakt und so inklusiv zu machen, wie ich es gerne hätte. Deswegen wartet da gerne noch ein bisschen. Ansonsten geht in die Drogerie, swatcht einmal am Hals. Geht raus, 20 Minuten später kommt da wieder rein und dann habt ihr ungefähr die richtige Farbe. Oder ihr nehmt zu Hause eine Foundation, die funktioniert, macht sie auf die Hand, aber lasst sie wirklich immer ein paar Minuten drauf. Das Licht in der Drogerie ist immer ganz anders und die meisten Foundations sehen auch immer ein bisschen anders aus, wenn sie trocken sind. Deswegen quatschen wir nicht, los geht's. Starten wir mit einer Foundation für etwas reifere Haut oder für Haut, die etwas trockener sind. Das geht meistens Hand in Hand. Üblicherweise wollen Personen mit reiferer Haut nichts Schweres haben. Ganz wichtig, das ist nur sehr allgemein, was ich hier sage. Wenn es für dich anders ist, mega, super. Wenn du die schwerste Foundation tragen möchtest, ich will niemanden angreifen. Deswegen probiere ich immer so ein bisschen hin und her durchzurutschen. Ich verallgemeine sehr, sehr stark heute. Und dafür habe ich hier von L'Oréal die Age Perfect Collagen AS Fragmente. Das ist ein Make-up-Balsam. Die Textur ist sehr, sehr gelartig, fast wie so ein Haargel, so ein bisschen wie ein Mousse. Und sie reagiert sehr intensiv auf Wärme. Also ich arbeite die am liebsten mit einem Foundation Brush ein, weil ich damit mehr Deckkraft rauskriege. Die Deckkraft ist nicht ganz so stark. Ihr seht es hier an meinem Finger. Die ist sehr, sehr wässrig. Also das ist wie, ja, wie ein Haargel fast schon. Und die schmilzt sofort auf eurer Haut. Also lasst sie auch gerne ein paar Minuten drauf. Die ist sehr, sehr leicht. Die ist nicht beschwerend auf der Haut. Sie hat natürlich dadurch auch nicht die größte Deckkraft, läuft dafür aber auch nicht so stark in Fältchen. Und wenn ihr eher etwas Leichteres haben wollt, die Haut so ein bisschen perfektionieren wollt, aber nicht zu spachteln wollt, ist das die richtige Foundation. Die liegt so ungefähr bei 12, 13 €. Alle Foundations liegen, glaube ich, unter 15 € hier. Dafür funktioniert die sehr, sehr gut. Hier ist auch Kollagen-RS-Fragmente mit drin. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Für mich heißt es aber einfach nur, dass die Foundation sehr
gleichmäßig auf der Haut sitzt. Und auch wenn ihr texturiertere Haut habt, ist das eine gute Sache. Farblich würde ich mir die wünschen, dass es sie in noch mehreren Farben gibt. Ich habe sie jetzt hier in der Farbe 26W bzw. 02 Light. Die ist mir ein bisschen zu gelb. Ich würde mir die wünschen in mehreren Farben und vor allen Dingen auch als Blush-Version, weil ich glaube, dass das eine sehr, sehr tolle Formulierung ist. Reifere Haut, definitiv diese hier. Genauso wie die von Max Factor. Das ist die Miracle Pure Skin Improving Foundation. Die ist von der Textur her deutlich schwerer. Schwer heißt jetzt aber nicht unbedingt beschwerend, sondern sie ist schon fast wie so eine dicke Creme. Sehr, sehr reichhaltig. Auch die gibt es in verschiedenen Farben. Und die hat auf der Haut einen sehr weichzeichnenden Effekt, wirkt aber nicht trocken. Also die würde ich eher empfehlen, wenn ihr zu trockeneren Stellen neigt, zu einer Haut neigt, die vielleicht ein bisschen mehr Deckkraft benötigt. Vielleicht habt ihr eine Hyperpigmentierung, eine Rosazea, größere Poren, dann funktioniert die sehr, sehr gut. Die sieht jetzt auf der Hand sehr glossy aus. Ich habe sie in der Farbe 50 Natural Rose. Aber sobald ihr die eingearbeitet habt, verschwindet so ein bisschen der Glow und die sieht sehr hautecht aus. Also eine hohe Deckkraft mit Pflege. Hier ist ein Lichtschutzfaktor mit drin, hier ist Hyaluronsäure mit drin. Deswegen würde ich sie immer so ein bisschen abpudern und achtet bei der Grundlage vor allen Dingen auch immer mit Produkten mit Hyaluronsäure oder Foundations, die auf Wasserbasis sind, darauf, dass euer Primer oder eure Creme nicht auf Ölbasis ist, weil sonst kann sich das Ganze zersetzen. Eine meiner liebsten Foundations für den Sommer, wenn ich ein glowy Make-up haben möchte, definitiv. Ich glaube, eine der beliebtesten Foundations aus der Drogerie ist die von L'Oréal, die Infallible, mittlerweile 32 Stunden Freshwear Foundation. Die hat jetzt auch einen Lichtschutzfaktor und auch Vitamin C mit drin. Es hat sich meiner Meinung nach nichts verändert zu der Formulierung vorher. Da waren es, glaube ich, nur 24 Stunden. Aber come on, wer trägt 24 Stunden Foundation? Dafür ist die sehr, sehr gut. Die ist sehr leicht. Das ist von der Textur her wie Wasser. Sie ist super, super runny. Sie ist sehr, sehr flüssig und neigt dann auch dazu, dass man vielleicht ein bisschen zu viel benutzt. Du brauchst nicht viel davon. Sie ist so deckend. Also im Prinzip ist es Wasser mit Pigment, was sich sehr ebenmäßig raufhält und die hält. Das ist schon die Foundation aus der Kollektion, die am besten und am längsten und am verlässlichsten hält. Die würde ich eher empfehlen, wenn du eine normale Haut hast, maximal eine leicht ölende, leicht trockene Haut. Sie hat zwar feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe mit drin, sie wirkt auf der Haut aber recht matt. Also, wenn ihr eine super trockene Haut habt, glaube ich, ist es nicht unbedingt das Richtige. Die hat eine phänomenale Shade Range. Nicht unbedingt in der Drogerie, auch da schon, aber online gibt es natürlich auch immer noch viele, viele mehr. Eine meiner liebsten Foundations und die es auch immer wieder in meinen Alltag schafft. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Foundations. Und ich habe auch viele High-End-Foundations und ich gebe auch zu, dass ich auch sehr, sehr gerne mal eine etwas teurere Foundation trage. Aber für mich heißt teuer nicht gleich gut. Und ihr seht, dass viele Foundations liegen so um die 10 € und damit kann man schon gute Ergebnisse erzielen. Wie gesagt, ihr müsst wissen, welche Haut ihr habt. Und das seht ihr. Habt ihr trockene Stellen? Habt ihr eine sehr, sehr schnell ölende Haut? Dann könnt ihr mit der Beschreibung der Foundation schon mal ganz viel machen. Und ich sehe es auch immer wieder, auch bei mir selber, ich nehme zu viel. Ich nehme viel zu viel Foundation und dann funktioniert sie nicht mehr so gut. Deswegen zeige ich euch etwas, was sehr, 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 sehr einfach ist und viele von euch kennen es mit Sicherheit. Das ist das Magic Finish von M. Asam, von Asam Beauty. Und das gibt es jetzt in einer Limited Edition, die perfekt fürs Frühjahr ist. Und das ist passend zur Jahreszeit die Cherry Blossom Limited Edition. Und ich habe einen Code für euch, der gilt auf fast alles. Also selbst wenn euch die Kollektion nicht gefällt, könnt ihr bei Asam vorbeischauen und 15% auf eure Bestellung sparen. Ich wollte euch aber das neue Magic Finish einmal vorstellen, weil erstmal die Verpackung ist natürlich schon ein Traum. Hier haben wir hier überall diese kleinen Cherryblüten, die Kirschblüten mit drauf. Und das ist das reguläre Make-up Mousse. Es gibt es mittlerweile auch in hell, in normal, in medium und in dunkel. Und dunkel ist schon wirklich dunkel. Also da könnt ihr vorbeischauen. Das hat dann natürlich nicht dieses Design. Aber in dieser Cherry Blossom Kollektion, die gerade schon reduziert ist und mit dem Code spart ihr auch nochmal auf diese Kollektion, ist was ganz Besonderes dabei. Eine Mascara, die ich auch gerade trage. Und das ist die Double Match Mascara. Ihr habt auf der einen Seite eine Make-up Base. Die ist nahezu transparent, funktioniert auch sehr, sehr gut auf den Augenbrauen, wenn ihr
so ein bisschen mehr in die buschige Richtung gehen wollt und auf der anderen Seite die XXL Volume Mascara mit einem riesengroßen Bürstchen, was wunderschöne Wimpern macht. Sie streckt die Wimpern schön nach oben, sie hält den ganzen Tag, ohne dass sie krümelt. Und mein Favorit aus der Kollektion ist dieser Pinsel. Der ist perfekt, um entweder das Magic Finish Mousse aufzutragen oder aber auch jede andere Foundation. Der ist so ganz leicht angeschrägt und ihr kommt damit wirklich perfekt auf eure Haut. Das Magic Finish Mousse ist so eine Kombination aus drei Teilen. Das trage ich jedes Mal, wenn es schnell gehen muss. Wenn ich keine Zeit habe, Ewigkeiten Primer, Ewigkeiten Foundation, Ewigkeiten Concealer aufzutragen. Für den Alltag perfekt. Eine sehr mousige Textur, die perfekt ist, wenn ihr eine normale bis auch eine ölige Haut habt. Denn es ist ein mattes Finish. Es passt sich auch so ein bisschen farblich an. Natürlich, klar, wenn ihr sehr, sehr hell oder sehr, sehr dunkel seid, funktioniert es nicht. Dafür gibt es jetzt aber die Alternativen. Und es kombiniert Primer, Foundation und Puder und Concealer in einem. Es spendet so ein bisschen Feuchtigkeit, kleine Linien und Fältchen werden kaschiert und es hält. Was ich total gut daran finde, ist, dass es sehr gut in dem Alltag integrierbar ist. Wenn ich es morgens auftrage und dann unterwegs bin, kann ich, egal wo ich bin, mein kleines Schwämmchen mitnehmen, reingehen und korrigieren, ohne dass ich das gesamte Gesicht zersetze. Und deswegen liebe ich das Magic Finish Mousse sehr. Die Kollektion ist jetzt auch da, nur solange der Vorrat reicht. Und sie ist schon reduziert. Anstatt 55,97 € kostet es 39,99 € und mein Code 15% gilt ja auch nochmal an top. Falls das nichts für euch ist, klickt euch gerne mal durch die Asam Beauty Webseite durch. Dort findet ihr wirklich eine der besten Pflegen, die ich kenne. Die Retinol-Reihe, phänomenal, Aqua Intense, genial. Die Lippenstifte. Es gibt so tolle Produkte, also schaut da gerne einmal vorbei. Und das Magic Finish Mousse ist perfekt, wenn es wirklich, wirklich schnell gehen muss. Weiter geht es mit leichteren Foundations und da habe ich hier auch wieder von L'Oreal. L'Oreal kann halt einfach Foundations, das muss ich wirklich sagen. Das ist die Perfect Match Nude, aufpolstern das getönte Serum. Ich finde, hier ist es so ein bisschen irreführend, das Wort Serum. Klar, hier ist Hyaluronsäure mit drin, 1% pure Hyaluronsäure. Come on, was ist pure Hyaluronsäure? 1%. Pure Hyaluronsäure. So, das ist für mich immer so ein bisschen Augenwischerei. Ist völlig egal, es ist eine geniale Foundation. Was ich so ein bisschen schwierig finde oder fand am Anfang, als ich sie gesehen habe, es sah so ein bisschen aus, als wären da Schimmerpartikel mit drin. Ich finde, die sieht man auf der Haut nicht. Die funktioniert, egal welche Haut ihr habt, außer ihr habt eine sehr, sehr fettende Haut. Sehr, sehr deckend für eine Serum-Foundation, extrem feuchtigkeitsspendend, ein guter Halt, eine gute Shade-Range und ein sehr frisches Finish. Also es sieht aus, als hättest du dich frisch eingecremt, als wärst du gerade im Urlaub gewesen. Die Haut wirkt, Tatsache, Haut, wenn ich über Haut aufpolstern rede, rede ich immer nur über die oberste Hautschicht, die optisch aufgefüllt wird oder die ganz oberste Schicht der Haut, die sich aufpolstert. Da polstert natürlich nichts von innen auf, das darf eine Foundation nicht, aber der obere Teil, den wir sehen, der ist so ein bisschen aufgepolstert. Und wenn ihr so trockene Stellen, ich habe das meistens hier im Bartbereich, dann polstert das so ein bisschen die oberste Hautschicht auf, macht so ein bisschen glatter und sieht sehr, sehr frisch aus. Viele Farben, sehr, sehr schöne Deckkraft, schönstes Finish überhaupt. Wenn ihr sagt, ihr habt die trockenste Haut eures Lebens, dann habe ich etwas, was preislich ein bisschen intensiver ist, aber perfekt ist. Das ist eigentlich ein Concealer von NYX, der Bare With Me Serum Concealer. Dieses Wort Serum ist halt so ein Ding, ist so wie Green. Ne, das mittlerweile macht das etwas in unserem Kopf. Serum Foundation, Serum Concealer. Denken wir so, oh, das Hautpflege ist total gut. Keine Ahnung, ob es gut ist, es sieht aber genial aus. Das ist der feuchtigkeitsspendendste Concealer, den ich kenne. Die Shade Range ist phänomenal. Und ihr könnt die auch als Foundation benutzen. Die Textur ist so ein bisschen dicker, ne? Ist aus dem Concealer, aber nicht zu pastig. Extrem deckend und ihr braucht dadurch natürlich auch nicht viel. Der bleibt so. Also sobald ihr da, wenn ihr da kein Puder drauf macht, bleibt der super, super feuchtigkeitsspendend, sehr, sehr frisch. Er reduziert sich natürlich ein bisschen, wenn die Feuchtigkeit verdunstet ist, aber das Finish ist sehr reflektierend, sehr feuchtigkeitsspendend und ihr könnt den sehr, 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 sehr gut mit einer Foundation Base, also einem Primer oder einer Creme mischen und habt dadurch eine DIY BB Cream. Entweder ihr habt eine trockene Haut und wollt sehr deckend sein, dann nehmt einfach das, was da ist. Oder ihr wollt es ein bisschen leichter haben, aber habt trotzdem eine trockene Haut, nehmt ihr euch eine Pflege, die ihr am liebsten benutzt, Aqua Intense, was auch immer,
und mischt das da rein und habt eine leichtere BB-Cream, die trotzdem sehr, sehr gut hält. Das Schöne bei Concealern als Foundation ist, dass Concealer so konzipiert ist oder so formuliert ist, dass die Haut um die Augen bewegt sich mehr als der Rest des Gesichtes. Und dadurch soll er so ein bisschen beweglicher sein. Das merkt man auch bei dem Produkt. Sehr, 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 sehr gute Empfehlung. Es ist natürlich dadurch, dass es ein Concealer ist, im Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Ihr habt hier deutlich weniger drin. Hier sind 9,6 Milliliter drin. Das, wenn man das auf 30 der Standardgröße der Foundation hochrechnet, ist es schon wieder ein bisschen teurer. Trotzdem große Empfehlung und auch als Concealer genial. Wenn du sagst, du hast eine normale Haut, aber du willst trotzdem ein frisches Ergebnis haben, ist es auch hier etwas Neues. Das ist die Nude Drop Tinted Serum Foundation von Catrice. Das ist auch hier wieder Serum, es ist feuchtigkeitsspendend mit Hyaluronsäure und Vitamin E. Die oxidiert ein ganz, ganz kleines Stück, hält aber genial. Also das ist eine der besten, frischesten Foundations, die ich würde sie gar nicht unbedingt nur für trockene Haut empfehlen. Ich glaube, die kann jeder und jede wirklich tragen, wenn ihr sagt, okay, eure Haut ist sehr, sehr entspannt, aber ihr wollt trotzdem schönes Finish haben. Auch die ist sehr wässrig. Ganz, 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 ganz wichtig. Schüttelt eure Foundations bitte, denn die meisten Foundations, die wir heutzutage benutzen, ihr seht die Deckkraft, ne? Also das reicht für dich, deine Mutter, dein Vater und deine Katze. Und die meisten Foundations sind mittlerweile so konzipiert, dass du keine Stabilisatoren mehr drin hast, weil es soll natürlich so clean wie möglich sein. Dadurch zersetzt sich so eine Foundation aber immer. Was prinzipiell nicht schlimm ist, schüttelt sie einfach. Schüttelt eure ganzen Foundations und nicht nur einmal so, das reicht nicht. Ihr müsst sie wirklich vielleicht 30, 40, vielleicht sogar eine Minute stark schütteln und auch in dieser, schaut mal, dieses nach vorne werfen. Dadurch rotiert die Foundation und ihr kriegt alles von oben nach unten wieder raus und die Pigmente und die Foundation Base, Wasser, Öl, je nachdem, mischt sich wieder gut runter. Und dann mache ich auch das immer in der Hand mischen. Bei der Catrice Foundation passiert das recht schnell, dass sie sich zersetzt, weil sie natürlich auch wieder sehr clean formuliert ist und manche Inhaltsstoffe nicht unbedingt so stabil miteinander sind. In der Verpackung auf der Haut ist es wieder was anderes. Ich trage mir die Foundation aber meistens auf der Hand oder auf der Mischplatte auf und mische sie dann nochmal zusammen. Dadurch habe ich ein bisschen Druck an den Pigmenten, kann sie ein bisschen kleiner machen und besser unterheben und habe dann ein schönes Ergebnis. Für meine öligen Mäuse habe ich zwei Foundations mit starker Deckkraft. Ich finde, das ist so ein bisschen schade, dass es keine Foundations gibt, die für ölige Haut ist, die leicht sind. Vielleicht kennt ihr da eine, aber meistens sind die Foundations für ölige Haut mit starker Deckkraft. Und da habe ich hier eine sehr, sehr neue von Max Factor, die Facefinity All Day Flawless Foundation. Die ist recht neu. Auch hier ist ein 3-in-1 Produkt. Primer Concealer Foundation heißt eigentlich nur, dass sie pflegend ist und eine hohe Deckkraft hat. Die hat eine sehr hohe Deckkraft. Sehr, 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 sehr hoch. Aber sieht auf der Haut nicht so. Also im Vergleich zu der anderen Max Factor Foundation, wo ist er? Ist die hier deutlich langanhaltender und deutlich matter. Die ist eher glowy, die ist eher matt. Die hat einen Lichtschutzfaktor mit drin und es gab sie auch schon mal. Die ist jetzt nur neu formuliert worden und ich finde dadurch noch ein bisschen besser geworden. Die hat eine Flexi-Hole-Technologie mit drin. Ich habe auch mit Max Factor zusammengearbeitet für die Foundation. Ich habe sie in London, als ich im Januar in London war, habe ich sie schon bekommen zum Testen. Und jetzt ist sie erst rausgekommen. Ich mag die total gerne, wenn es wirklich ein Full-Coverage-Day sein soll. Wenn ich weiß, sie soll halten. Wenn ich weiß, sie soll schön sein. Aber benutzt nicht zu viel davon. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte vorhin. Man neigt dazu, zu viel zu benutzen. Sie sieht schöner aus, wenn du weniger benutzt. Du hast trotzdem die Deckkraft. Und zu guter Letzt ein Produkt, was durch ein Video von mir völlig viral gegangen ist, aber auch zu Recht, da war ich eher sehr skeptisch. Das ist das hier. Das ist die Wonder Skin Cream to Powder Foundation. Wenn ich gar keinen Bock habe, lange an meinem Make-up zu sitzen, benutze ich die. Rein, rauf, fertig. Die ist so deckend. Das ist pures Pigment. Erst ist sie cremig. Shade Range ist miserabel. Ich trage sie auf die Haut auf und sie wird matt. Und sehr matt. Und sie hält. Benutzt nicht zu viel. Ihr braucht nicht viel. Sie lässt sich gut verteilen. Und ihr habt ein sehr, sehr, sehr mattiertes, so ein bisschen Porzellanpuppen-Finish. Das Problem hier ist, wenn ihr eine etwas reifere Haut habt und eine eher trockene Haut, ist das, glaube ich, nichts, weil sie sehr schwer ist und schnell in Fältchen rutschen kann, dadurch, dass sie eigentlich nur aus Pigment besteht. Ne? Da ist ja keine Grundierung mit drin, außer
Silikone, Dimethikone, ne? Und dadurch verdunstet nichts, was die Haut oder zieht in die Haut ein, was so ein bisschen frisch ist. Sehr, 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 sehr gut, wenn ihr beispielsweise zu Akne in der Haut neigt, ne? Und so ein bisschen kaschieren wollt. Vielleicht auch so ein bisschen punktuell. Ihr könnt sie natürlich auch als Spot-Concealer benutzen. Wenn ich hier einen Pickel hätte, reden wir nicht drüber, könnt ihr damit punktuell sehr, sehr gut arbeiten. Also das sind so die Foundations, die ich euch empfehlen kann. Wie gesagt, mit der Farbe. Schaut online immer nach Vergleichen. Schaut euch Creatorinnen und Creator an, wo ihr glaubt, dass sie farblich euch entsprechen, und schaut dann in die Farbbeschreibung, die sie geben. Ansonsten, ich arbeite gerade an was. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Dann gebe ich euch da definitiv ein Update. Ansonsten schaut unbedingt auch bei Asam vorbei. Mit meinem Code könnt ihr 15% auf fast alles sparen. Schaut euch auch gerne die Cherry Blossom Kollektion an. Wunderschön, Magic Finish, super gut. Und vor allen Dingen der Pinsel. Wenn ihr einen schönen Auftrag haben wollt, perfekt für Contouring, perfekt für Cream Blushes, schaut gerne vorbei. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.